Herzlich willkommen bei Healthpunk TV. Heute habe ich endlich mal ein Basis-Warm-Up für dich, das du vor meinen Bodyweight-Workouts machen kannst. Und dieses Warm-Up, das erhebt natürlich nicht den Anspruch, perfekt für alle diese Workouts zu sein, aber es ist schon mal ein sehr guter Start, ja, diese paar Minuten vor dem Workout zu investieren, um deinen Körper, deine Muskulatur und dein Herz-Kreislauf-System auf das jeweilige Workout vorzubereiten. Ja, und alle Bewegungen, die ich da vorstelle in dem Video, die machst du jeweils dreimal. Ja, ich zähle im Warm-up nicht immer mit, aber dreimal jede Bewegung, das ist das Mindestmaß. Und dann hast du schon einiges Gutes dafür getan, dich auf das Workout vorzubereiten. Viel Spaß! Alright, wir starten in einem schönen, aufrechten, stolzen Stand und wir fahren die Flügel aus. Wir starten mit dem Ausatmen, atmen aus, machen uns ganz klein im Oberkörper und dann atmen wir tief ein. Und die Arme sind komplett gestreckt, Handfläche zeigt nach oben, Handrücken nach unten. Tiefe Atemzüge, komplette Streckung im Ellenbogengelenk, Schulterblätter hinten zusammenkneifen. Und jetzt gehen die Arme nach oben, wir machen uns ganz lang, strecken uns so lange wie es geht. Und dann aus dieser ganz schönen gestreckten Position gehen wir in drei Verbeugungen. Kurz andehnen, wieder in die Streckung kommen. So, und jetzt gehen wir in eine Reihe von Handwalks. Wir atmen aus, gehen nach unten mit den Händen wieder, dehnen leicht an und jetzt laufen wir nach vorne in eine Liegestützposition. Und die Aufgabe beim ersten Handwalk sind die Shoulder Taps. Jetzt Füße können ein bisschen breiter als schulterbreit sein, Hände ein bisschen enger und dann dreimal pro Seite. Nicht zu schnell, wir wollen die Kontrolle, wir wollen diese diagonale Rumpfstabilität vorbereiten und aktivieren. Man kann immer gucken, dass man so ein, zwei Sekunden an der Schulter jeweils bleibt mit der Hand. Gut, dann gehen wir zurück, laufen zurück, Beine bleiben gestreckt, wir laufen die Dehnung zurück. Dann wieder mit einem tiefen Einatmen, strecken wir uns wieder und Verbeugung, gehen in den nächsten Handwalk, laufen nicht ganz vor, sondern gehen jetzt dreimal mit dem tiefen Ausatmen in einen herabschauenden Hund. Kurz lockern und wieder in die Dehnung, Arme durchstrecken, Blick zu den Füßen, Fersen, möglichst zum Boden. Noch einmal. Und laufen nochmal ganz nach vorne. Po Bauchspannung fest, fortgeschritten. Wer kann einen sauberen Liegestütz? Ellenbogen eher nach hinten. Und wir laufen wieder zurück mit den Händen in die Dehnung rein. Und Handwalk Nummer 3. Wir laufen direkt in eine Liegestützposition. Und wir schließen jetzt noch den World's Best Stretch an. Wieder schön aktivieren, Schulter nach hinten, Po, Bauchspannung fest und dann rechter Fuß neben die rechte Hand. Die rechte Hand kommt weg und dann mit dem Ausatmen gehen wir nach unten mit dem Ellenbogen, mit dem Unterarm. Atmen tief ein und rotieren auf. Wir gucken, dass das hintere Bein gestreckt ist. Und gucken, ob wir ein bisschen weiterkommen. Reach, reach, reach. Wieder ausatmen, tief. Und ein drittes Mal. Reach, 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 bisschen weiter. Okay, Hand kommt wieder runter. Step back, Po Bauchspannung fest, fortgeschritten ein Liegestütz. Dann linker Fuß neben die linke Hand. Und auch auf dieser Seite wieder dreimal. Ellenbogen kommt nach unten, Unterarm kommt nach unten. Tief einatmen. Handfläche zeigt nach vorne, dahin, wo meine Fußspitzen hin zeigen. Bisschen weiter, reach, reach, reach. Und die Nummer 3. So, step back, Po Bauchspannung fest, wir laufen wieder zurück. Machen uns stolz und gehen jetzt in eine Reihe von Ausfallschritten und zwar mit einer Rotation. Wir gehen in den Ausfallschritt, belasten jeweils die beiden Beine, jeweils 50% mit dem Körpergewicht. Und rotieren dann hier in Richtung des Beins, das vorne ist. Immer abwechselnd, Ausfallschritt, schön aufrechter Oberkörper. Wir rotieren, soweit wir können.
Wir zerren nicht mit den Armen, sondern schauen, dass der Oberkörper eben alles oberhalb der Hüfte rotiert und das Knie nicht mit nach außen geht. Zack, ganz aufrecht, Knie fast am Boden, Rotation und noch jeweils eine dritte Wiederholung. Dann gehen wir in tiefe Kniebeugen, gehen erstmal runter, schauen, wenn man nicht so tief kommt, dann kann man gucken, ob man vielleicht ein Buch unterlegt unter die Fersen, etwas wippen, left to right und jetzt drucken die Füße schön stolz und aufrecht, die Knie wollen außen sein, wie wenn wir die Matte auseinanderziehen möchten, auseinanderreißen möchten. Einmal in die Hüftstreckung, Po Bauchspannung fest, das ist das Zck. Tief einatmen, runter, Ellenbogen, dieses Knie diagonal bleibt schön außen, während wir uns dann zur einen Seite öffnen, reach, 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 zurück in die Grundposition, stolz, andere Seite, reach, 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 stolz, Blick nach vorne, Zck. Po Bauchspannung fest in der Hüftstreckung und wieder runter, noch einmal, reach, 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 bisschen weiter, Grundposition, immer konstant den Druck von den Füßen in den Boden rein. Reach, reach, reach. Und auch nochmal jetzt eine dritte Wiederholung. Down, down, down. Wir sitzen nicht ganz im Gelenk, wir halten es muskulär. Reach, reach, reach. Und andere Seite. Reach, reach, reach. Und stolz. Jawohl. So, jetzt wollen wir noch etwas den Herzschlag hochbringen und etwas die Elastizität vorbereiten. Wir gehen circa 10 Sekunden in die High Knees. Finger sind gestreckt, Ellenbogen boxen nach hinten über die Fußballen. Ferse berührt eigentlich gar nicht den Boden. Und nach circa 10 Sekunden gehen wir in 10 Jumping Jacks. Arme leicht angewinkelt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt nochmal 5 Sekunden der Sprint. Und 5 Squat Jumps. Arme gehen nach vorne mit dem Ausatmen, komplette Körperstreckung. Wie ein Skispringer, eine Skispringerin. Nach 5 Sprüngen wieder 5 Second Run. 3, 2, 1. Und zum Abschluss nochmal 5 Takt Jumps. Immer Knie hochziehen, Zwischensprung, Zwischensprung, Zwischensprung. Jawohl. Alright, und jetzt sind wir ready für ein richtiges Workout.